Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, da das aller Wahrscheinlichkeit Ihre letzte große europapolitische Rede hier im Bundestag gewesen ist, möchte ich an dieser Stelle sagen, sehr, sehr viele Menschen in diesem Land sind dankbar dafür, dass sie in Krisensituationen in den letzten 16 Jahren dieses Europa zusammengehalten haben, gerade auch gegen große Widerstände aus ihrer eigenen Fraktion und vor allen Dingen von ihrer Schwesterpartei. Aber es reicht eben nicht mehr, Europa immer nur kurzfristig bei externen Schocks zu stabilisieren. In diesem Jahrzehnt geht es darum, Europas Versprechen zu erneuern, einen klimagerechten Wohlstand in Europa zu schaffen. Und klimagerechter Wohlstand bedeutet, unsere Chance, die wir jetzt haben, unseren Wirtschaftsraum, der der größte gemeinsame Wirtschaftsraum weltweit ist, so zu modernisieren, dass wir auf den Märkten der Zukunft klimaneutral eine Chance haben. Und warum? Weil das kein Selbstzweck ist, sondern weil das die Grundlage dafür ist, die Stärke Europas, das soziale Versprechen, die Daseinsvorsorge für alle im 21. Jahrhundert zu sichern. Und das ist der Kitt. Der soziale Kitt, der Freiheitskitt, der Europa zusammenhält, gerade im Wettstreit mit autoritären Regimen. Damit verteidigen wir unsere liberale Demokratie. Und blicke ich auf die Tagesordnung für diesen Europäischen Rat und höre ich vor allen Dingen meine Vorredner hier an dieser Stelle, dann wiederholt sich doch Bekanntes. Die richtigen Themen werden angesprochen. Doch die nötigen Antworten für einen wirklich europäischen Aufbruch, die sucht man vergebens. Wo ist das Versprechen an die 450 Millionen Europäerinnen und Europäer, es nach dieser Pandemie wirklich besser zu machen und nicht nur zu versprechen? Europa hat mit dem Green Deal einen guten Plan vorgelegt. Aber diesem Green Deal fehlt der pulsierende Herzschlag, ihn auch mit Leben zu füllen, weil die größte Regierung dieses Europas das blockiert. Und mit Pathos und mit Analyse allein, sorry, aber damit erneuern wir Europas Versprechen nicht. Die Biden-Regierung hat das erkannt. Sie investiert jetzt aus der Krise heraus 1,9 Billionen Dollar für Energiewende, für Infrastruktur, um es in Zukunft besser zu machen. China tut das aus anderen Motiven. Und nichtsdestotrotz ist mittlerweile Weltmeister bei den erneuerbaren Energien. Und wir in Deutschland, Sie feiern sich hier ja gerade alle ab für den Recovery-Plan. Dieser Recovery-Plan stellt Deutschland 25 Milliarden Euro roundabout zur Verfügung. Und Sie brüsten sich damit, wer war jetzt der Erste, der danach gerufen hat? Ich weiß ganz genau, seit 2015 haben Sie hier die Wirtschafts- und Währungsunion blockiert, und auch das ist Europa in der Pandemie auf die Füße gefallen. Und was machen Sie jetzt, als Sie endlich erkannt haben, dass es richtig ist, in Europas Zukunft zu investieren? Dann schauen wir uns das mal genau an. Es geht ja hier schließlich um den Europäischen Rat und den Recovery-Plan und nicht um Bewerbungsreden. Dann muss man feststellen, dass in diesem deutschen Anteil eigentlich vereinbart waren. Das waren die Regeln der Europäer, die gemeinsam beschlossen wurden auf dem Europäischen Rat beim letzten Mal. Mindestens 37% der Gelder für Klimaschutz und 20% der Gelder für Digitalisierung, da haben wir in Deutschland ziemlichen Nachholbedarf, einzusetzen. Und was machen Sie? Schauen Sie sich das mal genau an. 80% der Maßnahmen für den deutschen Wiederaufbauteil waren bereits vorher Bestandteil des deutschen Konjunkturprogramms. Das ist nichts Neues, sondern das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Und damit schaffen wir keine Zukunft. Damit schaffen wir keinen Klimaschutz und auch keine Digitalisierung. Und das haben Institute für Sie nachgerechnet. Das sind ja nicht meine Zahlen. Läppische 1% aus dem Recovery Fund gehen in Deutschland in den Klimaschutz. Und dann wundern Sie sich jetzt in Fernsehtalkshows, oh, wie kann das sein, dass die Next Generation, um die es ja hier eigentlich geht, und das Bundesverfassungsgericht Ihnen plötzlich die Leviten liest? Ich sage es Ihnen, weil Sie nicht nur das Versprechen an die Next Generation in Deutschland, sondern das Versprechen an alle Europäerinnen und Europäer, wir gemeinsam erneuern wir unsere Zukunft, dieses Versprechen bleiben Sie weiter aus, und das müssen wir ändern. Wir brauchen eine deutsche Bundesregierung, die mit vollem Herzen
europäisch, solidarisch und klimaneutral tickt und die dann auch entsprechend handelt und nicht nur bis zur nächsten Landtagswahl denkt, weil ein Cent vielleicht 1% kosten könnte. Wir müssen gemeinsam einen klimaneutralen Kontinent schaffen. Und Europa kann das. Europa hat aus Feinden Freunde gemacht. Europa kann es schaffen, im nächsten Jahrzehnt den klimaneutralen Weg einzuschlagen und zum ersten klimaneutralen Kontinent dieser Welt zu werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch sehr deutlich sagen, das schaffen wir, indem wir das ganze Versprechen Europas erneuern, auch das Versprechen zu unseren Werten. Und das bedeutet auch, innerhalb Europas eine deutliche Sprache zu finden. Wenn die Menschenrechte, und dazu gehört, egal wen ich liebe, ich habe meine Menschenrechte, in anderen Ländern wie in Ungarn mit Füßen getreten werden. Und dazu gehört auch, wenn Sie jetzt über Flüchtlingspolitik reden, zu sehen, was an der kroatischen Grenze passiert. Da werden kleine Kinder und Familien mit Pushbacks zurückgedrängt. Und das Vertrauen in unsere Demokratie, das Versprechen Europas zu erneuern, das schaffen wir nur, wenn wir auch vertrauen, dass die Kraft unserer Werte größer ist als einfache populistische Sprüche. Und in diesem Sinne sagen wir sehr deutlich, anders als Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Union, jetzt ist der Moment. Wir haben ein Fenster of Opportunity. Wir haben 2020 die Midterms in den USA. Wir haben, ich komme zum Schluss, wir haben die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Nutzen wir dieses gemeinsame Fenster. Wir werden nicht 3 Monate abwarten und dann sagen, wir machen Kassensturz. Wir wollen Europa jetzt erneuern mit unseren europäischen Freunden und Nachbarn zusammen. Denn unsere Zukunft ist Europa. Erneuern wir das Versprechen Europas, und zwar jetzt. Machen wir es besser. Das sind wir 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Herzlichen Dank.